Wir sind in Tellerhäuser, wo man nicht nur im Winter seine Freude hat. Am 22. und 23. Juni wurde hier ein großes Fest gefeiert. Wussten Sie, dass Tellerhäuser der höchstgelegene Ort Sachsens ist? Wussten Sie, dass Tellerhäuser erst 1994 seine Selbstständigkeit verlor? Zunächst ein Ortsteil der Gemeinde Rittersgrün wurde und später 2007 ein Ortsteil von Breitenbrunn? Und wussten Sie, dass Tellerhäuser nur gut 100 Einwohner hat? Die hatten jetzt aus Anlass von 400 Jahre Tellerhäuser mächtig was auf die Beine gestellt. Unter der Regie des Heimat- und Sportvereins gab es ein zweitägiges, abwechslungsreiches Programm. Das reichte thematisch von einem Frühschoppen mit Blasmusik bis zu einer abendlichen Festveranstaltung. Zudem gab es eine Ausstellung zur Ortsgeschichte, einen Festgottesdienst, ein Kinderprogramm mit zum Beispiel Kinderschminken und Glockenführungen. Klöppel hier auf mit der Glocke. Der Klöppel muss aber immer ein bisschen schneller sein als die Glocke, weil er dann die Glocke anschlägt, bis er die Glocke küsst. Und beim Zurückgehen wieder. Das Festgelände war der Bereich Alte Schule, Dorfhaus und dem Festzelt am großen Parkplatz. Für das Badewannenrennen wurde sogar der Dorfteich mit einbezogen. Bierwagen, Gulaschkanone und Grillhütte gehören zu einem solchen Fest dazu, natürlich auch in Tellerhäuser. Zudem gab es Kutschfahrten, Rundfahrten mit der Feuerwehr und. An den beiden Tagen, an denen 400 Jahre Tellerhäuser gefeiert wurde, gab es im Ort viele zufriedene Gesichter.